Hallo und willkommen zum BAFTcast. Wir haben heute die Sparrunde eingeläutet, denn entweder sind die anderen Leute irgendwie im Urlaub, ganz komisch, oder anderweitig verhindert. Tja, so ist das mit Leuten. Ja, deswegen. Auf niemanden kannst du dich verlassen. Niemand, nur auf Johann und auf mich, den Olli, denn wir sind immer da, ne? Glaube ich. Ja, noch. Außer wenn ich im Urlaub bin. Tja, so ist das im Leben. Es gab heute auch interessanterweise keine User-Fragen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das ist das erste Mal seit fast 500 Casts, dass wir keine Fragen hatten. Ich glaube, der einzig rationale Grund dafür ist, dass wir alle Fragen schon über unsere glorreichen Artikel vorher beantwortet haben. Und alle Fragen des Universums. Ja, so sind wir. Ja, 42. Wir sollten nächstes Mal einen 2-Stunden-Podcast einplanen, in dem wir immer nur sagen 42, 42, 42, 42, 42, 42. Ja, zwischendurch auch mal Komma 1. Ja, und wir tun dann so, als hätte es früher einen Cast gegeben, in dem die Frage gestellt wurde. Ja, jedenfalls, wir erwarten natürlich dringend, dass dieser Fauxpas seitens der User zur kommenden Woche so wieder ausgewetzt wird, dieser Fehler. Das kann ja nicht sein, oder? Ja, man hätte ja wenigstens ein paar blöde Fragen stellen können. Ja, ein paar blöde Fragen. Wie, kann Nico überhaupt irgendein Spiel leiden? Richtig, ja. Ne? Oder kann Olli was anderes außer Schlachtschiffe? Oder hat WoW einen Multiplayer-Modus? Tja. Wie dumm ist eigentlich Johann? Und wann hat er endlich eine Vollglatze? Das kann nicht mehr so lange dauern. Nee, 3-4 Monate max. Ja. Also, da ist ja auch jemand zu Hause, der dir die Haare vom Kopf frisst. Ja, natürlich. Das dürfen sich die Leute entscheiden. Spätestens mit dem zweiten Kopfhaarfresser gehen sie dann alle flöten. Ja, das stimmt. Aber beginnen wir mal mit den News, die auch gleichzeitig unsere Hauptthemen heute sind. Thema der Woche ist, glaube ich, unumstößlich weiterhin WoW, The Dark Prophet und all die ganzen Trittbrettfahrer, die sich jetzt so in die Buchwelle halt dann eingehängt haben. Dark Prophet ist ja mittlerweile entkräftet. Das Ding scheint ja eine reine Fanfiktion zu sein. Zumindest in ganz krassen Überschneidungen. Also kann man so oder so sehen. Das Problem ist, der Dark Prophet hängt halt an Zul dran, weil er so vom Namen her, weil er so ein Trollprophet ist und für einen Troll ziemlich dunkelhäutig, bla bla, keine Ahnung. Und generell geht es dabei um den Namen. Der Name an sich ist aber erstmal, glaube ich, nicht so wichtig, wenn jemand einfach mal ein Leak aufstellt, wo er ganz viel Zeug erzählt, was im nächsten Addon passieren kann. Tatsache ist, dass gerade so viel Käse passiert, auch mit vor kurzem ist der Testserver zu Patch 7.0 und Patch 8.0 aufgetaucht, die irgendwie auf den Beta-Servern laufen sollen und die Beta-Server laufen, aber nur zwei davon, bläh. Tatsache ist, tut man gerade gar nichts. Es macht gerade nur sehr vielen Leuten, inklusive uns, sehr viel Spaß drüber zu fabulieren, was denn kommen könnte. Vielleicht sind wir ja nächste Woche auf der Gamescom schon schlauer. Es gab ja noch eine Menge weiterer Namen, die da genannt wurden. Irgendwie Guardian of Tirith Fell und irgendwas mit Light, glaube ich. Wobei alles außer Dark Prophet schon sehr offensichtlich einfach nur irgendein Schwachsinn war. Es ist halt, man schreibt halt, wenn man seine eigene Add-on-Idee in so ein Forum, ich hätte jetzt beinahe gesagt, kackt. Aber wenn man die da reinhackt, dann möchte man halt, dass die jemand liest. Und ich habe mir mal ein Add-on ausgedacht, klingt nicht so geil wie offizieller Leak. Offizieller Leak dann vor allem, Official Leak. Ja. Ja. Aber das ist praktisch ja schon eine versuchte Initiativbewerbung bei Blizzard, wenn man solche Geschichten schreibt. Naja, ich glaube, sich mal grundsätzlich 5 bis 7 Features ausdenken kann jeder von uns. Wenn die jeden einstellen würden, der das macht, ne? Super. Geil. Riesen Company. Total. Die Weltbevölkerung würde bei ihnen arbeiten. Ja. Nee, ich habe mal, ein berühmter Studiochef hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, die Idee zu haben, sondern sie umzusetzen. Ja. Ich glaube, da ist eine Menge dran. Sagen auch tatsächlich, ich glaube, bei den Kollegen von der Games war letztens so ein großes Ding, wo viele Indie-Entwickler und größere Entwickler Tipps gegeben haben, wie man in die Spielebranche kommt. Und tatsächlich haben die meisten gesagt, naja, Ideen für Spiele haben viele, coden kann aber kein Schwein. Und deswegen, wenn du rein möchtest, solltest du tatsächlich was Praktisches gelernt haben, mit dem man ein Computerspiel aktiv herstellen kann. Und im Optimalfall auch schon mal was gemacht haben und sei es halt ein Mod. Ja. Ja, finde ich halt auch immer sehr, ich kann nicht programmieren. Ich glaube, ich habe mal in der Schule und in der VHS mal einen Basic-Kurs gehabt und das war's. Und ich habe ein Assembler-Listing in der Happy Computer abgetippt. Das war's damit. Ne? Wow. Aber benutzt Wörter aus dem vorigen Jahrtausend. Das ist wohl wahr. jedenfalls, ich
beneide, das will ich vielleicht sagen, aber ich bewundere Menschen, die so etwas können, die halt da irgendwie so Matrix-mäßig halt auf diese lustigen Zeichenketten dann da schauen und eine Ahnung haben, was das ist. Ich beschäftige mich ja momentan durch die Warships-Artikel ein bisschen mit HTML, aber wirklich nur ganz rudimentär und muss schon sagen, das ist schon gar nicht so wenig, was man da wissen muss. Und wenn ich da mal irgendwie so ein C++ oder was auch immer denke, dann wird mir ganz anders. Ich glaube, das ist halt wie in jedem Beruf, also zumindest in so einem Beruf, den viele Leute dann vielleicht als Traumberuf sehen würden, ist halt wichtig, dass du die Leidenschaft hast und das Interesse und die Ideen, aber halt auch das Handwerk. Das ist ja wie bei uns. Es gibt sehr, sehr viele Leute da draußen, die sehr viel und sehr gerne spielen. Aber um dann hier zu arbeiten, solltest du halt auch nochmal einen geraden Text schreiben können. Richtig, und vor allem auch, sagen wir mal, darauf klarkommen, dass das der Arbeitstag manchmal auch Nullspielen enthält. Ja, nicht. Schreckliche Offenbarung für jeden, der hier anfängt. Die Leute sind mal total geschockt. Die kommen hier halt irgendwie als Praktikant oder als Volontär, will ich jetzt so nicht sagen. Den Leuten machen wir es halt vorher ziemlich klar, was ihr halt erwartet. Mhm. Aber Praktikanten sind auch oftmals ziemlich geschockt, dass sie sagen, wie, ihr sitzt da nicht den ganzen Tag und daddelt so. Nee, wir müssen viel schreiben. Das ist aber ein guter Tipp für alle Leute, die irgendwann mal hier als Praktikant arbeiten. Die Praktikanten, die wir längerfristig beschäftigen, sind meistens die, die, wenn sie spielen könnten, trotzdem nach Arbeit fragen. Stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Und auf allem solche Praktikanten beschäftigen wir auch dann durchaus mal länger, sei es als Freier oder als Volontär oder Redakteur, da gibt es ja so ein paar Beispiele hier. Ich war auch Prakti. Siehst du? Nico war auch Prakti. Maria war auch Prakti. Flo Emmerich war hier Prakti, also ganz, ganz Sebastian viele. Ist Prakti. War Prakti, Prakti ist jetzt Volo. Tanja war auch Prakti. Ja. Von daher, das ist auch schon mal gut, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber kommen wir zum Urthema zurück. Also diese ganzen Leaks inzwischen hat sich so ein bisschen im Wohlgefallen aufgelöst, beziehungsweise die Substanz hat sich verringert und wir müssen halt einfach die Gamescom 2015 abwarten. Vielleicht gibt es dort was zu sehen und zu hören. Wenn nicht, dann haben wir noch immer noch die BlizzCon am Ende des Jahres. Das sind noch 3 Monate hin. Das wird für viele WoW-Spieler eine lange und zehrende Zeit aktuell. Oder sie spielen was anderes. Das kann man immer mal machen, ja. Das möchte ich aber nicht. Ich arbeite aktiv an einem WoW-Heft mit. Das ist richtig. Aber so für draußen, sag ich mal, man kann schon auch Entwickler damit unter Druck setzen. Ne? Wenn die Kohle nicht mehr fließt, dann sah man ja auch ganz schnell bei Star Wars The Old Republic, dass sich da was getan hat. Mhm. Oder auch bei Teso was getan hat. Ne? Also ich sag mal, die Brieftasche ist immer das gewichtigste Argument, um Entwicklern klarzumachen, dass irgendwas nicht gut ist. Ist es, ja, vollkommen. Und ich verstehe auch, WoW ist inzwischen tatsächlich auch ein Quartalsspiel, das viele Leute so spielen, sie kommen zum Patch wieder, spielen einen Monat und dann lassen sie es bis zum nächsten Patch 2 Monate liegen. Da ist auch überhaupt nichts verwerflich dran. Aber gefühlt ist es nicht das, was ich mir von einem MMO erwarte. Ich möchte durchgehend unterhalten werden. Das stimmt. Bin ich auch vollkommen dieser Meinung, obwohl ich sogar noch seltener spiele, also immer nur zum Start eines Addons inzwischen. Das war bei Cataclysm nicht anders, bei Pandaria ein bisschen verzögert, weil ich mit dem Thema am Anfang nicht warm wurde, aber nachher habe ich ja meinen Frieden geschlossen und tatsächlich, muss ich sogar zugeben, es ist meines Erachtens spielerisch das beste Addon, das rauskam. Auch wenn ich Burning Crusade weiterhin vom Setting her in Ehren halte, aber es war natürlich handwerklich noch nicht so gut, noch nicht so gereift, wie Pandaria es war. Ja. Spielerisch Pandaria und Setting Burning Crusade und ich wäre glücklich. Das hätte ja. Drenor ja eigentlich werden können. Hätte Drenor ja werden wollen eigentlich, wenn man sich anguckt, was am Start passiert ist. Ja. Aber war halt nicht, wenn man all seinen Pulver in den ersten 3 Wochen verschießt. So sieht's halt aus. Apropos, Patch 7.0 und irgendwelche angeblichen Screenshots oder was auch immer, da ist ja auch noch was kursiert im Netz. Kannst du mir mal erzählen, was ist da los? Es gibt halt Screenshots von Beta-Server, also es sind wohl 2 von 4 Beta-Servern online, die werden wohl angewärmt. Laut Blizzard sagt dazu gar nichts. Warum muss man Server anwärmen? Die laufen halt, keiner weiß warum. Vielleicht das sind keine Kolbenmotoren. Vielleicht hat auch einfach nur mal kurz jemand geguckt, ob da irgendwie technische Tests vor einer Beta. Dann kamen jetzt Screenshots raus, wo jemand gesagt hat, hier, das ist ein Screenshot vom Beta-Server, der auf 7.0 hochgedingst ist. Und hier ist auch einer von 8.0, wo dann die Theorie aufkam, vielleicht überspringt Blizzard das nächste Addon einfach so, wie nach Windows 8 plötzlich Windows 10 kommt. War da nicht irgendwas mit Windows 9 oder so, dass da was nicht ging? Aber das war doch irgendwie wegen der Zahl, da gab es doch... Keine Ahnung. Das ist, aber jedenfalls auch das
Ja, es war wohl so, dass die Beta-Server kurz gelaufen sind, aber ich würde nichts auf irgendwelche Screenshots geben, wo so eine 7.0 steht, weil dazu, um so einen Screenshot zu machen, muss man erstmal selber Zugang zu dem Client haben und muss dann in den Auswahlbildschirm hineinkommen. Und noch dazu ist es meistens so, dass in der frühen Beta-Phase nicht der aktuelle Login-Bildschirm irgendwie dasteht, sondern meistens ist das der Classic-Login-Bildschirm mit den beiden alten Figuren vom Dark Portal. Okay, also es könnte auch brought to you proudly by Photoshop sein. Könnte, vielleicht ist es aber auch tatsächlich realistisch und ich rede hier Unfug. Es ist gar, also sollte irgendjemand bei Blizzard in der PR-Abteilung da seine Fingerchen im Spiel haben und vielleicht den einen oder anderen Leak selber streuen haben lassen, dann machen sie das gerade echt gut, weil die Leute reden gerade sehr viel über ein neues Add-on und jedes Fitzelchen Scheißdreck saugen die Leute in sich auf. Nicht nur die User, auch alle Webseiten, die da dranhängen. Ja. Wir sind da keine Ausnahme. Wir Ja, können uns dem auch nicht entziehen. bei uns ist es halt tatsächlich auch privat so. Ich möchte jetzt endlich wissen, was das nächste Addon ist. Und wenn ich nächste Woche zur Gamescom fahre und Blizzard veröffentlicht keins, also lässt mich nichts anfassen und zeigt mir nichts und sagt nicht, jetzt das nächste Addon ist folgendes, dann bin ich erstmal enttäuscht. Da ist schon eine Menge Fail-Potenzial jetzt gerade da. Also früher hat man ja gesagt, Blizzard macht immer alles richtig, außer so also Nuancen. Also sind halt immer schon sehr, sehr gut. Aber jetzt so ein bisschen, sag ich mal, überspannen sie oder sag ich mal, strapazieren sie halt ihr Glück, ne? Ja, wobei man den Entwicklern an sich da nicht mehr. Ich finde es immer schwierig, den Entwicklern bei WoW einen großen Vorwurf zu machen. Klar, es ist inzwischen ganz viel mit Extremen gearbeitet. Mal gibt es ganz viele Daily Quests und dann gibt es gar keine Daily Quests mehr. Man müsste mal einen goldenen Wickelwirt geben, bla bla bla. Aber WoW ist inzwischen fast 11 Jahre alt und hat eine Community mit 14 Milliarden Subschichten. Also es gibt nicht den Casual und den Pro und das sind jetzt die zwei Leute, die WoW spielen und man macht für die jetzt jeden Content, sondern es gibt halt Eltern mit Kindern mit viel Zeit, Eltern mit Kindern mit wenig Zeit, es gibt Studenten, die haben unglaublich viel Zeit, es gibt Leute, die spielen nur einmal in der Woche für 2 Stunden. Du kannst die gar nicht alle befriedigen und wen auch immer du außen vor lässt, er wird dich anmaulen. Ja, das stimmt schon, aber ich sag mal, ich finde schon, seit eigentlich Lich King haben sie angefangen, immer stärker zu pendeln. Ne? Also Lich King war plötzlich dann ultra casual-freundlich, Cataclysm war es dann am Anfang sehr, sehr hart, dann sind sie nach den großen Beschwerden wieder in sehr, sehr casual-freundliche dann halt rübergeglitten. Bei Pandaria war es dann zu viel zu tun, jetzt gibt es zu wenig zu tun, also ich finde schon extrem die Ausschläge. Tja, dass es zu wenig zu tun gab in WoD, lag wahrscheinlich schlicht und ergreifend dran, dass es keine Dailies gab, die dich ewig hier beschäftigt haben. Weil wenn ich zurückdenke, am Anfang von Mists of Pandaria, nachdem ich den Großteil durch hatte und Raiden gegangen bin, ist das Einzige, wofür ich dann eingeloggt habe, tatsächlich waren die Daily Quests. Die habe ich gemacht. Und Pet Battles. Ja, immerhin, immerhin. Pet Battles gibt es aber jetzt auch noch. Werden die noch gespielt so viel Ja. oder so hat das mittlerweile nachgelassen? Pet Battles ist halt von, ich möchte, in Mists of Pandaria war es bis zur Mitte hin ein sehr illustrer Kreis von Pet Battle-Fans, die halt Pet Battles gemacht haben, sehr intensiv, waren halt Liebhaber einfach. Und ab der Mitte von Mists of Pandaria, möchte ich sagen, wurde es zum Massentrend. Also da hat jeder dann nach den ersten Raids und als es dann auch die Daily Quests ausgeklungen sind, hat jeder mal reingeguckt, ob er es jetzt geheim gemacht hat und zugegeben hat vor seinen harten männlichen Kumpels, die Pokémon blöd finden, oder ob er es aktiv gemacht hat. Es hat jeder mal in Pet Battles reingeguckt und die meisten Leute, selbst die, die gesagt haben, ist Kinderkacke, denen hat es danach gefallen. Okay. Und haben es dann immer wieder in unterschiedlicher Intensität Also es gespielt. hat sich also stillschweigend etabliert in der Szene. Ist ja auch so, Artikel zu Pet Battles, egal ob im Heft oder online, laufen immer besser als PvP-Artikel. Ja gut, das ist auch irgendwo klar. Also PvP hat man ja mal gesagt, das ist maximal 20% der Community. Mittlerweile würde ich Wenn sogar überhaupt. WoW sogar weniger sagen. Und das ist halt immer schon eigentlich so ein Nebenthema gewesen. Ja, aber es ist halt ein fester Bestandteil von WoW und es ist einfach insgesamt für die Entwickler wahrscheinlich sogar auch weniger wichtig als Pet Battles. Übrigens interessanter Punkt. Ich finde gerade PvPler,
sind ja auch beratungsresistent bis zu einem gewissen Grad. Ich versuche das zu erklären. Es betrifft natürlich nicht alle PvPler und es gibt immer ein paar Leute, die sich interessieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die besseren PvP-Spieler sowieso sagen, ich weiß alles, du brauchst mir nichts mehr erzählen, so ungefähr. Ne? Und wenn du sozusagen versuchst, irgendwelche Guides zu bringen oder Artikel zu bringen, werden die dann halt eher schon mal gebasht. Ne? Weil jeder kleine Fehler oder jede Sache, die halt nicht ihre Meinung trifft, ist dann halt sozusagen gleich tabu. Fragst du die aber, die Leute so, ja, was ist denn richtig? Kriegst du oftmals zur Antwort, ja, einfach spielen und Erfahrung sammeln und dann kommt der Rest von alleine. Also get skills ungefähr. Ja, aber es ist bis zum gewissen Grad halt auch richtig. Also es ist, im PvP brauchst du halt einfach, du musst viel mehr selber denken und du musst viel schneller reagieren. Ein PvE-Kampf kann ich einüben. Und ich kann dir von vornherein berechnen sogar, was ist die beste Talentverteilung. Das ist richtig, aber wenn dem so wäre, gäbe es keine Militärakademien mehr auf der ganzen Welt und hätte es auch noch nie gegeben. Es gibt immer Rahmenbedingungen, die man... Natürlich kannst du die Rahmenbedingungen schaffen und natürlich werden 90% aller Schaman-PvPler, die im PvP heilen, wahrscheinlich ungefähr dieselbe Talentverteilung haben. Aber am Ende des Tages ist es halt viel mit Reagieren und vor allem Kommunikation. Ja, und natürlich, also ich finde gerade im PvP ist die Lernkurve wesentlich flacher und viel, viel länger. Ne? Ja. Das heißt, du musst halt sehr lange Erfahrung sammeln, um an einen gewissen Punkt hinzukommen, dass du dann halt mitspielen kannst, vor allem, weil es immer wieder Variationen gibt. Deswegen finde ich persönlich PvP-Spiele praktisch jeder Art sehr, sehr spannend und wesentlich spannender als PvE rumgegammelt. Deswegen war ich halt nie so ein Raid-Fan, weil es für mich repetitiv gewesen ist. An einem gewissen Punkt hast du es dann halt gelernt und spulst dann nur noch dein Wissen ab. Im PvP musst du dich immer wieder auf neue Situationen einstellen, die sich teilweise nur in Nuancen unterscheiden und manchmal halt himmelweite Unterschiede. Manchmal gibt es halt, plötzlich kommt der Gegner mit plötzlich einer Taktik oder mit einer Vorgehensweise, die du gar nicht auf dem Schirm hattest und dich dann völlig überrascht. Ja, sehe ich bis zum gewissen Punkt ähnlich, aber genau das schreckt mich dann ab, mich in reine PvP-Spiele teilweise einzuarbeiten. Oh, also das ja gut, das ist Geschmackssache, ne? Gar keine Frage. Ne? Ich will das andere jetzt auch gar nicht verurteilen. Ich meine jetzt so für mich halt, ich bin ein ganz schlechter Fließbandarbeiter. Ne? Also ich brauche halt immer schon so neue Herausforderungen, so die mich dann irgendwo kicken und das gibt es mir halt im PvP. Aber ich gebe zu, natürlich Guides dafür zu formulieren, die dann halt die Rahmenbedingungen abstecken, die dann auch für den Einsteiger noch verständlich sind und nicht zu einem hochakademischen Werk werden, sodass die Leute schon beim Anlesen davon zurückschrecken und sagen, oh mein Gott, lass mal lieber. Das ist es halt. Also ich glaube, allein wenn du jetzt irgendwie einen umfassenden, nehmen wir Heroes of the Storm, wenn du einen umfassenden Heroes of the Storm Guide zu einem Helden machen müsstest, müsstest du zum einen einen Guide für den Helden auf jeder einzelnen Karte machen und du müsstest zum Beispiel auch erklären, wenn mittleren Guide in der mittleren Lane zum Midgame Jaina auf Illidan trifft und du weißt noch nicht, welches Ultimate der genommen hat, dann musst du in dieser Situation in dieses Stück Gras gehen und von da aus folgende drei Zauber als Combo benutzen. Weil das so eine Standardsituation ist, die auf dieser Map dann wahrscheinlich ein, zwei Mal vortrifft und die musst du dann als PvP-Spieler kennen, wenn du dieses Mini-Duell für dich entscheiden müsstest. Mhm. Und von diesen Dingen gibt es so unglaublich viele, dass du die nicht guiden kannst. Das wird der Grund sein, warum PvPler sagen, selber Spiele Erfahrungen sammeln. Mhm. Weil du dann irgendwann in dieses Körpergedächtnis übergehst, wo du dann automatisch in der Situation die richtigen Klicks machst. Und das kann dir kein Guide beibringen. Definitiv nicht. Ich habe mal vor Jahren bei so einem Projektmanagement-Seminar mitgemacht. Der Kursleiter nannte das sogenannte Superzeichen. Ich habe das auch schon mal in einem Guide für Warships verwendet. Und zwar hat er das so erklärt. Wie oft in deinem Leben bist du schon ungefähr Autobahn gefahren, Johann, mit deinem Auto? Geschätzt. Die Antwort ist jetzt, ich habe meinen Führerschein noch nicht so lange, ungefähr 20 Mal. Echt? Ja. Okay, dann hängen da bei mir nochmal ein paar Nullen dran. Wahrscheinlich. Aber ich sag mal, der durchschnittliche Autofahrer ist schon mindestens mehrere hundert bis einige tausend bis zehntausend Mal Autobahn gefahren. Das heißt, du fährst halt auf der linken Spur, auf einer zweispurigen Autobahn und siehst LKW auf der rechten Spur, PKW auf der rechten und es gibt so unterbewusst schon, sagt dein Gehirn dir, jetzt sei vorsichtig, der Typ könnte gleich rausziehen. Und da brauchst du nicht mal aktiv drüber nachdenken, sondern du hast diese Situation schon zigmal erlebt. Mhm. Und im Endeffekt bist du halt intuitiv schon gewarnt, dass da jetzt gleich eine Gefahrensituation entsteht. Das nennt man, ganz simpel gesagt schon mal, oder ein simples Beispiel, ein sogenanntes Superzeichen, weil sich solche Vorgänge halt durch das Training halt eingeschliffen haben. Deswegen werden ja auch solche Profisoldaten immer wieder auf diese Situation getrimmt, damit sie vollkommen intuitiv auf diese Situation richtig reagieren können und nicht erst drüber nachdenken,
was mache ich denn jetzt? Und das ist halt spannend, weil im PvP musst du das halt immer wieder trainieren und du musst auch im Training bleiben, weil diese Zeichen verschwinden dann auch zumindest oder werden wieder schwächer, wenn du es sehr lange nicht gemacht hast. Und hast dann auf jeden Fall wieder längere Reaktionszeichen oder handelst vielleicht sogar im Zweifelsfall sogar mal falsch. Tja. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Gut, WoW, gibt es sonst noch was in dieser Woche, was halt Neues gekommen ist oder so aufgetaucht ist? Man, es gibt ja andauernd irgendwelche Patch-Notes, Blue-Posts, irgendwas. Ein paar Buffs, ein paar Nerfs in den kleinen Hotfixes, aber nichts, was man jetzt hier groß auslegen müsste. Hast du keinen langen Zettel mitgenommen und jeden Wert? Nee, das machen wir gleich bei Warships. Nee, das finde ich im Podcast auch immer schwierig. Dazu bräuchtest du jetzt mindestens zwei Leute, die eine Klasse spielen, an der massiv herumgedoktert wurde. Dann könnten die was Leserrelevantes irgendwie darüber rausmosern. Aber so könnte ich dir höchstens die Hotfix-Liste vorlesen und jeder Leser könnte sich daraus mitnehmen, was er möchte. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Warcraft-Film, weil da gab es ja auch eine Kleinigkeit in dieser Woche und zwar ein paar neue Fotos. Sind das aber offizielle Pressebilder? Nein, das sind wie alle Sachen, die davor in den ein, zwei Wochen davor schon rauskamen, Restbilder von der San Diego Comic-Con, ja, wo Bilder gezeigt wurden und die wurden halt einfach abfotografiert und kamen jetzt nachträglich. Irgendwie so mit dem Smartphone, ja, aus einem schlechten Winkel und teilweise auch ein bisschen unscharf. Hat man drauf gesehen, hat man Gul'dan ganz oft, einmal Orgrim Schicksalshammer und einmal König Laenrin. Blackhand war wohl auch irgendwie, oder wie hieß er? Schwarzfaust? Schwarzfaust heißt er. Ja. Hat Tanja gesagt. Schwarzfaust hat man nicht? Meinte sie. Sie hat irgendwas. Achso, auf dem einen Bild, wo man Orgrim Schicksalshammer sieht, könnte der eine Org im Hintergrund Schwarzfaust gewesen könnte sein. Könnte sein, genau, ja, so war es formuliert. Ja. Ja, und hier dieser König da. König Laenrin, ja. Wie wird er ausgedrückt? Laenrin. Ich habe immer Landwin, oder? Laenrin. Laenrin. Wo keiner weiß, was dieses Doppel-L am Anfang soll. Keine Ahnung, so wahrscheinlich so. Es gibt tatsächlich ein westfälisches Dehnungs-C. Ein westfälisches Dehnungs-C? Ja. Wenn du den Namen, ich kenne den von dem Namen Bröcker her, der wird mit CK geschrieben, wird aber nicht Bröcker ausgesprochen, wegen diesem westfälischen Dehnungs-C, deswegen heißt es Bröcker. Wieder was gelernt, ne? Ein westfälisches Dehnungs-C. Ja, ich habe auch gestaunt. Die deutsche Sprache steckt voller Wunder und Überraschung. Ein westfälisches Dehnungs-C. Ja. Das klingt wie eine ganz schlimme Fußverletzung, wie du dir auf dem Rückweg von Belgien einschränkst. Nee, aus Ostfriesland natürlich, von meiner Sicht ja. ja, also die Szene, aber haben jetzt an sich nichts Neues verraten aus dem Warcraft-Film. Leider nicht. Ja, es waren einfach nur mal so ein paar neue Impressionen. Aber ich habe ja die Diskussion ein bisschen verfolgt im Forum und in den Kommentaren. Manche Leute haben schon geschrieben, also richtig kicken tut mich das gerade nicht, was ich da sehe. Keine Ahnung, die Videosequenzen von den Blizzard-Spielen sind super, aber ob das reicht für einen abendfüllenden Film? Dieses, ich sag mal, Gelaber immer. Die Leute haben irgendwie aus irgendeinem Grund im Kopf, dass da die Jungs von Blizzard sitzen und jetzt die 50 Leute, die sonst immer das Spiel designen, die sind jetzt mal rübergegangen, haben abgestimmt, wer der Regisseur sein darf und dann ist das passiert. Es ist tatsächlich so, da sitzt Legendary dahinter, ein Studio, das schon ganz viele andere Sachen gemacht hat. Aber vielleicht auch mal schlechte Filme produziert hat. Bestimmt, aber jeder hat schon mal schlechte Filme produziert. Disney macht ganz viele großartige Sachen und trotzdem rutscht denen ein Lone Ranger dazwischen. Also das habe ich irgendwie aus meinem Gedächtnis gestrichen, diesen Film. Ja, vollkommen zu Recht. Ja. Das ist das Fluch der Karibik in schlecht mit Sand. Ja. Ja. Und auf denen passiert das. Und was da jetzt passiert ist, die Leute bei Legendary haben Duncan Sands als Regisseur verpflichtet. Der macht sonst auch richtig Filme. Der hat mit Spielen erstmal weniger Mut. Hat richtige Schauspieler genommen. Das sind nicht die Entwickler, die das jetzt spielen. Und Nein. hat einen coolen Film geschrieben. Ich dachte, das wären die Praktikanten gewesen. Deshalb, Blizzard ist da jetzt wirklich quasi fast nur noch beratend tätig. Die werden natürlich erstmal da mehr reinfingern als ein anderes Spielestudio, wenn jetzt hier Double Dragon neu verfilmt wird. Ich glaube, da würden die Entwickler nicht so gefahren. Wahrscheinlich nicht. Leben die noch? Ja, keine Ahnung. Double Dragon ist echt lange. Ja, der Praktikant schon von denen. Ja. Und fertig. Und dann kommt da jetzt ein Film, der halt in der Warcraft-Welt spielt, aber sich nicht 100% an den Film orientieren wird. Und auch nicht an den Cinematics. Aber ich bleibe auch ein bisschen skeptisch. Also natürlich. Die Szenen, die ich bisher gesehen habe, also aus den Socken hat mich das nicht gehauen.
Also da fand ich diesen vermutlich Fan-Made-Trailer von Captain Future, der gestern aufgetaucht ist, also am Montag, fand ich da schon irgendwie, hat mich mehr gekickt. Ja, aber der war ja zum einen komplett computeranimiert, der sollte ja nicht mal so scheinen, als wäre da irgendwas mit richtigen Schauspielern im Hintergrund passiert, und zum anderen viel kürzer. Ja, aber mich. Und der war in voller Qualität, der war nicht nur ein Haufen abgefilmter Gülle. Das ist halt das, was man immer dazu sagen muss. Es hat einen Grund, warum zum Beispiel die Marvel Studios, bei denen wurde ja damals, ich glaube, der Trailer zu Avengers 1 wurde geleakt. Den hat jemand abgefilmt auf der San Diego Comic-Con. Oder war es der Trailer zu... Aber der Trailer zu einem großen Film wurde geleakt und Marvel hat irgendwie nur rausgeschrieben, Damn it, Hydra, per Twitter und hat direkt im Anschluss den richtigen Trailer veröffentlicht. Sinnvoll. Ja, absolut gutes Marketing. Und das ist hier halt nicht passiert. Da hat man das einfach laufen lassen. Und jetzt sehen alle Leute diesen abgefilmten Käse, der wahrscheinlich noch nicht 100% fertig editiert und gerendert war. Sonst hätte man den wahrscheinlich vielleicht schon veröffentlicht. Und ja, hat nur den schlechtesten aller Eindrücke. Ich finde auch, also das ist so, wie es jetzt läuft, ist nicht gut. Es ist genauso wie damals Star Wars Episode 1, erstmal nur in den USA zu veröffentlichen und Monate später dann halt in Europa. Super Idee. Es gibt so etwas wie das Internet inzwischen. Verstehe ich aber generell nicht. Da, glaube ich, sind aber teilweise auch die deutschen Verleiher schuld, wenn da Sachen einfach viel zu spät kommen. Also mittlerweile ist es ja, glaube ich, größtenteils nicht mehr so. Also meistens hast du ja so einen Global Launch oder wie er heißt. Oder, das ist schon okay, aber ich finde einfach gerade, das hätte eigentlich... Außer es ist beabsichtigt oder sie haben es mit einkalkuliert, dass das passiert und haben gesagt, das ist halt Guerilla-Marketing, wenn überall diese Bilder auftauchen. Aber ich halte das sonst für ein bisschen blauäugig von Legendary und Blizzard, halt da nur auf der Comic-Con ein paar Szenen zu zeigen und dann das nicht zu veröffentlichen. Weil nichts kann schlechter sein eigentlich als solche, also qualitativ schlechter als solche abgefilmten Dinger. Wenn es jetzt nur, also man hat zuletzt ein bisschen Teaser gesehen, wo halt dann wirklich Action war, schnelle, bewegte Bilder, immer nur 2 bis 3 Sekunden Sequenzen, die waren ein bisschen interessanter, wo man auch sagen kann, das ist jetzt so schnell und in Bewegung und aus einem komischen Winkel, wo ich gesagt hätte, man muss jetzt nicht den Trailer nachschieben, aber diese wirklich 4 Minuten Ork-Gelaber-Emotionssequenz, wo die Orks über ihre Gefühle reden und alles in komplett CGI halt. Das sah halt aus wie eine Zeichentrickserie. Da habe ich jeden verstanden, der gesagt hat, hat mich jetzt nicht geflasht, ich bin enttäuscht. Ja. Ja, vor allem gerade Orks und ihre Gefühle. Also, sorry, aber Orks stehen halt nun mal in der öffentlichen Fantasy-Wahrnehmung nicht dazu. Nee, nicht in Warcraft. Die große Ork-Figur in Warcraft ist Zwal, und Zwal macht nichts anderes als Killstealing und über seine Gefühle reden. Ja. Ja, vom Thrall ist ja dein großer Freund. Ja, ich hasse den Kerl so hart. Wenn er endlich verreckt, ne? Backe ich Chris Metzen Kuchen und schicke ihm den hoch. Machst du dann so einen kleinen Freudentanz auch so um den Tisch herum? Veröffentlichen wir dann auch. Das will ich dann sehen. Ja. Sehr gut. Ich nehme dich beim Wort. Ja, sonst müssen wir uns ja weiter gedulden. Gab es irgendwie schon mal eine Ankündigung, wann es endlich mal einen Trailer gibt? Ende des Jahres oder so, ne? So, auf der BlizzCon wird dann gleich gezeigt. Das ist ja noch so lange hin. Was soll denn das? Sind sie aber weltweit dann mit der Filmvermarktung eigentlich d'accord, weil so Jurassic World und Avengers 2 und so, die kamen alle ziemlich exakt 7 Monate vorher raus. Mhm. Das ist 7 Monate, bevor der Film kommt, haust du einen Trailer raus. Und jetzt hier Star Wars war auch ungefähr in den Dreh. Ja, der erste Teaser war ja schon deutlich vorher. Der war ja schon, aber der war ja kürzer. Der also war kürzer, ja. Aber da gab es schon mal überhaupt erstmal was zu sehen, ne? Ja. Und jetzt gab es halt den zweiten. Das finde ich schon okay. Also ich finde alles so, was innerhalb von so einer von einer Jahresfrist oder dreiviertel Jahresfrist ist schon in Ordnung. Aber mal gucken. Naja, wir müssen uns eh gedulden, wir können nichts dann ändern. Von daher warten wir es ab. Abgesehen davon sind wir eh von der Lügenpresse, werden bezahlt und wissen schon alles, wir geben es doch nicht zu. Das stimmt. Und ich kann mit meiner Kolumne Entwickler beeinflussen. Kannst egal. Kommen wir nämlich zu dem Thema, was mich momentan sehr bewegt, und zwar World of Warships. Da hat sich ja auch in der letzten Woche wieder einiges getan. Ich glaube, du hast mich am Freitag ja mehrfach fluchen gehört. Ich höre dich öfter fluchen. Ja, aber Freitag war es, glaube ich, extrem. Weil einfach so viel passiert ist. Ich sitze neben Nico, ich kriege Fluchen gar nicht mehr so aktiv mit. Ja, bei mir war es einfach so, ich hatte eigentlich für Freitag mir ein paar Sachen fest vorgenommen, die ich hier in der Redaktion erledigen wollte. Allen voran war das halt diese Listen für die das Kreuzer. News Inferno. Richtig, ja, das daran News-Inferno. Erinnere ich mich. Ja, das stach schon ein bisschen heraus, weil irgendwie gefühlt alle halbe Stunde irgendetwas, was zu Warships passiert ist, entweder offiziell oder geleakt.
Offiziell war irgendwie hier mal ein Video erschienen und da nochmal eine Info und dann eine Nachricht und auf einmal taucht irgendwo auf worldofwarships.asia so Patch Notes für das Update 0404 auf, das jetzt auch seit heute Morgen am Dienstag auf den Servern ist. Und da sollten plötzlich die ersten vier deutschen Schiffe in den Kleinen kommen. Richtig. Und das war insofern eine gigantische Überraschung, da die Community sehr stark davon ausging, dass der russische Tech-Tree Vorrang hat, weil die Hauptklientel der Wargaming-Spiele ist nun mal russisch. Und es gibt ja auch schon ein paar russische Premium-Schiffe, die Murmansk, es gibt die Grimyashi und die Aurora. Von daher dachte man, da geht es jetzt einfach mal munter weiter und irgendwann mal vielleicht Anfang nächsten Jahres oder in der nächsten Jahreshälfte kriegen wir dann halt den russischen Tech-Tree. Auf einmal kündigen sie vier Schiffe an, aber mit einer Anmerkung dabei oder mit einem Einschnitt. Nämlich diese vier Schiffe stehen nicht allen zur Verfügung, auch wohl nicht allen Supertestern, weil es gibt sehr verwirrende Meldungen darüber, wer es letztendlich spielen darf. Auch wurden die Dinger heute noch nicht auf dem EU-Server gesichtet. Das lässt die Vermutung zu, dass die Dinger zwar im Kleinen sind, aber aktuell nur auf dem russischen Server gespielt werden können. Warum? Ja, das ist die gute Frage, die uns alle beschäftigt. Ich kann es mir nur so erklären, sie haben das Ding, die Dinge intern getestet, waren intern damit zufrieden, wollen das jetzt erstmal einem sehr kleinen Kreis halt geben, so Friends and Family mäßig. Allerdings dann halt natürlich im Kontext schon mit anderen Schiffen und haben das dann halt auf dem russischen Server einem ganz kleinen Kreis von sehr speziellen Testern halt gegeben, wer auch immer diese Personen sein mögen. Und die dürfen sich jetzt mal erstmal ein paar Tage damit halt vergnügen, bis sie das dann, den Kreis dann erweitern und dann vielleicht auch mal die europäischen Supertester dann dazu nehmen. So kann ich es mir vorstellen. Dass die Dinger drin sind, ist auf jeden Fall bewiesen, weil ich habe heute Morgen schon mal geguckt. Im Client sind auf jeden Fall schon Daten vorhanden, zumindest die 2D-Grafiken habe ich gefunden. Und diese russische Webseite, die ich schon mal erwähnt hatte, gamemodels3d.com, die haben die Daten nämlich schon ausgelesen. Da kann man sich die Schiffe dann im 3D-Model-Viewer und auch in der Armor, also in dieser Panzerungsansicht anschauen. Mhm. Und ich habe mir ausgedruckt mitgebracht die Schiffsdaten. Voll schön. Ja, ich würde mal sagen, ich fange mal mit dem größten Fragezeichen an, weil da stand nämlich in dieser Liste der vier Schiffe nämlich plötzlich eines dabei, das da hieß Hermelin. Woran denkst du, wenn du Hermelin hörst? Etwas Flauschiges. Ja, ich auch. Aber leider ist es das nicht. Ich habe erstmal gleich gegoogelt, Hermelin, was soll denn das sein? Und da stand dann Torpedoboot. Ich denke, echt, die bringen Torpedoboote? Baujahr 1961. Nee, das kann es nicht sein. Weil das wäre ein bisschen zu modern. Ne? Gesucht, in der Community rumgefragt, keiner wusste was. Und irgendwann tauchte dann wieder mal auf worldofwarships.asia, also Asia, dann auf, dass es irgendwie ein Panzerkreuzer oder sowas oder ein Kanonenboot sei aus der Kolonialzeit des Deutschen Kaiserreiches. Geguckt, nichts gefunden, auch auf einer wirklich sehr guten deutschen Seite, die da heißt german-navy.de. Die haben wirklich unglaublich viele Schiffstypen der Hochseeflotte und der deutschen Kriegsmarine halt dort aufgelistet. Nicht zu finden, ich habe sogar den Betreiber der Webseite angetextet, der hat so eine, was hat er gesagt, 13- oder 18-bändige Enzyklopädie der deutschen Kriegsmarine zu Hause stehen. Auch da nicht zu finden. Er hatte dann schon den Verdacht geäußert, dass es diese Kolonialkanonenboote seien. Und dieser Verdacht scheint sich jetzt zu erhärten, denn im Forum ist eine Blaupause abgescannt, aufgetaucht, die dieses Kolonialkanonenboot Typ 39 Entwurf K zeigt und die Silhouette von diesem Schiff stimmt in weiten Zügen mit dem überein, was halt auch im Client vorhanden ist von World of Warships. Mhm. Ist ein bisschen merkwürdig, denn ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es bestätigt die Information, dass es sei ein niederländischer Entwurf gewesen und das Ding ist halt niemals umgesetzt worden. Warum nutzt Wargaming ein Schiff, das es so nie gegeben hat, wenn es andere wirklich gute und real existierende Schulschiffe der Kriegsmarine gegeben hat? Guck mich nie an. Hör auf, mir Militärfragen zu stellen. Nein, das ist nur eine grundsätzliche Frage. Warum entscheidet sich ein Entwickler für etwas Fiktives, wenn es doch vergleichbares, realistisches Material gibt? Weiß ich nicht. Vielleicht war der leichter zu balancen. Ich habe eigentlich geschaut, also von den Werten her gab es auch andere, zum Beispiel das Artillerie-Schulschiff Brummer, das durchaus, übrigens ein cooler Name, wie ich finde, schön als Hermelin, Brummer,
was halt auch wirklich adäquat gewesen wäre auf Tier 1. Und da gab es auch noch ein, zwei darunter, die halt etwas schwächer ausgestattet waren, die wir stünden auch noch zur Verfügung. Egal wie. Das Ding ist Level 1, hat 13.600 Strukturpunkte, hat eine Reichweite von um die 10 Kilometer mit 228mm Kanonen, hat auch ein bisschen Flak, und zwar 20mm, 37mm und 128mm, was mich auch und auch diverse andere verwundert hat, denn auf Tier 1 brauchst du eigentlich keine Flak. Außer die Entwickler planen noch irgendwas, was uns überraschen würde. Vielleicht kommt World of Warplanes wieder. Nein, das gibt's ja noch, aber vielleicht irgendwelche Flieger halt, die auf diesen Tiers dann noch eingeführt werden, also Bordflieger, so was weiß ich, ne? Maximalgeschwindigkeit auf jeden Fall 24 Knoten, Wenderadius von nur 360 Metern, also wendet sehr, sehr eng. Die Ruderstellzeit wird hier auch mit 3,48 Sekunden angegeben, was ich kaum glauben kann. Und auch Sichtbarkeit mit 8,6 Kilometer, sehr gering. Lufterkennbarkeit ist halt die Frage, ob es nötig ist, aber auch um die 4 Kilometer. Also von daher schon ein ziemlich cooles Schiff für dieses Niveau. Aber man ist ja auch in der Regel schnell drüber hinweg, von daher spielt es ja auch keine große Rolle. Spannender ist das Tier 2 Schiff, das sie angekündigt haben, und zwar seiner Majestät Schiff Dresden. Die hat es auch wirklich gegeben. Und ist auch sehr, sehr bekannt, denn ihr Schwesterschiff, die Emden, da gibt es sogar moderne Fernsehfilme zu. Die war nämlich im, glaube ich, Pazifikgeschwader hieß die Abteilung, und die hatte so einen Handelskrieg im Ersten Weltkrieg geführt, war dabei auch relativ erfolgreich, ist dann irgendwann mal gestellt und versenkt worden, und ein Teil der Mannschaft hat sich dann, die gerade auf Landgang waren, durchgeschlagen und hat es dann irgendwie über den Nahen Osten und die Türkei dann wieder, oder damals das Osmanische Reich, dann wieder nach Deutschland geschafft. Also ziemlich bekanntes Teil, und das Typschiff, also dieser Klasse, die Dresden, wird es dann auf Tier 2 geben, ist ein leichter Kreuzer, hat 17.100 Strukturpunkte, hat 10 105mm Kanonen, hat auch eine kleine, ja, Flak, naja, 7,92mm Kanonen, naja, das ist wohl eher nichts, das ist eher Wasserspritze. Hat eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten, einen relativ krassen Wenderadius von 580, Ruderstellzeit 6,4 Sekunden und ist auf 9,5 Kilometer über Wasser erkennbar und auf 4,5 aus der Luft. Also von daher nichts Außergewöhnliches, aber halt ein schöner, legendärer deutscher Kreuzer, den man auch ganz gerne mal spielen möchte aus der kaiserlichen Zeit. Mhm. Jetzt kommen wir zu den wirklich spannenden Schiffen, denn wir wussten ja schon lange, die Bismarck kommt. Ich wusste das nicht, aber okay. Ja, Bismarck hast du aber auch schon mal gehört. Habe ich mal gehört. Tirpitz, das Schwesterschiff, auch schon mal vernommen? Nein. Nein? Ich habe auch von dem Schiff Bismarck noch nichts gehört. Ich kenne den Hering und den Mann. Den persönlich? Mhm. Oh, nicht schlecht. Also den Hering meinte ich. Ja, den Hering kenne ich natürlich persönlich. Und auch den Mann, den die herstellt. Ja, die Bismarck ist so ein legendäres Schlachtschiff. Sie hatte eigentlich eine relativ kurze Dienstzeit, 1941, ich glaube im Mai, versenkt worden, nach einer recht ausweglosen Schlacht im Atlantik. Das war auch ihr erster echter Kampfeinsatz, die Operation, ich glaube, Weserübung. Na, schlag mich jetzt tot. Jetzt wird mich entweder ein Schlachten. Na Quatsch, das hieß ganz anders, aber ich glaube, ich hieße Weserübung. Die Idee dahinter war, Handelskrieg im Atlantik zu führen, zusammen mit dem schweren Kreuzer Prinz Eugen. Die Schiffe wurden dann in der Straße von Dänemark oben entdeckt, sind dann gestellt worden, unter anderem von der HMS Hood. Das ist ein älterer britischer Schlachtkreuzer gewesen, Baujahr 1920, mit einer vergleichsweise schwachen Deckpanzerung. Die sollte zwar immer mal wieder verbessert werden, nur haben sie es wie immer rausgezögert aus Kosten- und Zeitgründen, und dann kam der Krieg dazwischen. Und das Schiff ist leider nicht nah genug, oder ist nicht nah genug an die Bismarck herangekommen, sodass die Granaten, die auf die Hood eingeschlagen sind, aus einem relativ steilen Winkel von oben raus reinkamen. Mhm. Fazit war, nach wenigen Minuten traf halt wohl eine der Granaten eine der Munitionskammern, die dann in dem, ja, hochgegangen ist, und die Hood ist praktisch binnen kürzester Zeit gesunken. Nicht ganz mit Mann und Maus, aber fast allen Leuten. Und das war schon eine Erschütterung des britischen Selbstverständnisses, weil die Hood war so eine Legende auch in der britischen Bevölkerung, nicht nur in der Royal Navy. Und dass einfach mal so ein deutsches Schlachtschiff daherkommt und die Hood versenkt, das konnte man gar nicht fassen. Daraufhin hat man alles in Bewegung gesetzt, was irgendwie auf dem Atlantik keucht und fleucht, hat sogar Einheiten aus Gibraltar dazugezogen.
Dann hat interessanterweise ein Doppeldecker, ein Doppeldecker-Torpedoflieger, einen Glückstreffer gelandet bei der Bismarck, und zwar in der Ruderanlage, sodass die nur noch im Kreis fahren konnte. Sie hat sich mittlerweile auch von der Prinz Eugen getrennt. Mhm. Die Prinz Eugen durfte halt ablaufen, weil die auch kleinere Problemchen hatte. Später mit der Maschinenanlage, wenn ich mich recht entsinne. Und konnte halt nur noch im Kreis fahren, und so konnten die britischen Schlachtschiffe dann halt aufschließen und auch die Kreuzer, und haben dann in einem, ich glaube, anderthalbstündigen Gefecht sie dann zu Klump geschossen. Und jetzt scheiden sich die Geister. Die einen behaupten, die Bismarck hätte sich selbst versenkt. Andere sagen, es waren dann die Torpedos aus einem der Kreuzer, der dann rangefahren ist, und ihr sozusagen den Gnadenstoß zu versetzen. Fakt ist auf jeden Fall, anderthalb Stunden lang Bombardement aus mehreren Einheiten halt zu überstehen, das ist schon eine krasse Leistung. Und deswegen ist halt die Bismarck so im kollektiven Gedächtnis als legendäres Schiff dann halt dann bestehen geblieben. Aber ist jetzt wirklich ein sehr gutes Schlachtschiff gewesen und allen anderen überlegen, oder ist sie einfach nur ein Mythos, der halt total überzogen ist? Interessanterweise hat Wargaming sie nur auf Tier, also in Anführungsstrichen, nur auf Tier 8 eingesiedelt und nicht auf Tier 10, wie manch andere vermutet hatte, oder halt auch auf Tier 9. Da wäre sie ja dann schon in die Gefilde von einer Iowa oder halt auf eine Yamato dann halt gekommen. Tatsächlich war die Bismarck 1941 zwar eins der mächtigsten Schlachtschiffe weltweit, wurde dann aber auch durch andere Schiffe dann halt hinter sich gelassen, beziehungsweise die Yamato war ja zum selben Zeitpunkt schon halt auf See, aber die Yamato hätte, glaube ich, im 1-zu-1-Kampf die besseren Karten gehabt gegen eine Bismarck. Die deutsche Seite hatte ja noch weitere Schlachtschiffe geplant, und zwar die Projekte H39 und H41 und sogar noch darüber hinausgehend. Die wären dann eher so auf diesem Superschlachtschiff-Niveau gewesen, was halt die der Yamato hätten, wenn es denn jetzt im theoretischen Duell gewesen wäre, halt dann Pari hätte bieten können. Oder halt auch auf amerikanischer Seite die Iowa oder die Montana. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird ein sehr schönes Schiff, weil auf Tier 8 misst sie sich mit der japanischen Amagi und mit der amerikanischen North Carolina. Und ich glaube, da ist sie auch ganz gut aufgehoben, wenn man sich so die Werte anschaut. Sie hat 69.200 Strukturpunkte. Sie hat eine maximale Feuerreichweite von, ich würde sogar sagen, fast nur 21 Kilometern, also 21,2. Mit Bordflieger ausgerüstet wird sich das nochmal erhöhen. Da kann man dann noch weiterschießen. Dann hat sie eine recht ordentliche Sekundärbewaffnung von diversen 105, 150 mm Geschützen, insgesamt 14 Stück an der Zahl, und auch eine gute Flak, auch wenn sie das in der Realität nicht gerettet hat, um es mal so zu sagen, gegen die Swordfish, das war dieser Doppeldecker. Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten ist für ein Schlachtschiff sehr ordentlich. Wenderadius mit 850 Meter allerdings auch entsprechend groß. Dann die Ruderstellzeit mit knapp 21 Sekunden ist okay. Und die Oberflächenerkennbarkeit 16 Kilometer, wie es bei den meisten Schlachtschiffen dieser Klasse ist. Und aus der Luft knapp 15 Kilometer, also 14,67. Ähnliche Werte gelten übrigens auch für das Schwesterschiff Tirpitz, was es auch geben wird. Und jetzt fragt man sich, Moment, warum bringen die zweimal dasselbe Schiff ins Spiel? Warum? Ja, das eine ist halt das Typschiff, das man dann freispielen kann, kostenlos, bis auf den Stellplatz, den man kaufen muss. Das andere wird das Premiumschiff werden. Und jetzt ist die Frage, welches wird das Premiumschiff und welches ist das Typschiff im Forschungsbaum? Also ein Wargaming-Mitarbeiter hat sich mal im Frühjahr dazu herabgelassen zu sagen, die HMS Warspite, das britische Schlachtschiff, und die Bismarck werden Premiumschiffe. Und das ist so die letzte offizielle Aussage dazu. Es kann aber nur sein, dass dir damals nur gemeint wurde, ein Schiff der Bismarck-Klasse wird halt Premium-Schiff. Und dass man das nur umgangssprachlich gesagt hat, bevor man festgelegt hat, welches was wird. Bismarck ist sicherlich der bekanntere Name und würde daher wahrscheinlich mehr Geld bringen. Auf der anderen Seite macht man normalerweise das Typschiff nicht zum Premium-Schiff, weil das ja so diese Schiffsklasse heißt, so heißt. Ein weiterer Hinweis dafür, dass die Tirpitz das Premium-Schiff wird, ist in dem Video zu den Signalflaggen und Tarnschemen zu sehen. Da wird nämlich ein ziemlich besonderes Tarnschema gezeigt auf der Tirpitz. Auch jetzt im Client ist wieder eine 2D-Grafik zu sehen, die vermutlich der Tirpitz gehört, auch mit einem besonderen Tarnkleid. Und Schiffe mit besonderen Tarnkleidern sind meistens Premium-Schiffe.
Was es, wie es am Ende herum wird, werden wir halt dann sehen, wenn es dann wirklich frei für alle ist, beziehungsweise wenn die Supertester auch hierzulande das Ding spielen können auf dem EU-Server, weil ich habe heute Morgen ein paar Partien gespielt, also ich bin keinem der Schiffe jemals begegnet. Von daher müssen wir einfach mal warten, wie sich das dann entwickelt. Kurz noch zu den Unterschieden. Zwischen Bismarck und Tirpitz, also von Strukturpunkten, sind sie etwa gleich. Bismarck 69.200 zu 69.300 bei der Tirpitz. Reichweite ist bei der Tirpitz auch um 240 Meter höher. Bewaffnung ist sonst identisch. Bei der Sekundärbewaffnung hat man noch ein bisschen was geändert. Und zwar gibt es, ist nahezu identisch. Es gibt Torpedowerfer bei der Tirpitz. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn die Frage war immer, wird es Schlachtschiffe mit Torpedobewaffnung geben, ja oder nein? Denn es gab vereinzelt Schlachtschiffe, die damit ausgestattet waren. Nicht als Offensivwaffe, sondern eher als Defensivwaffe, um sozusagen bei der Flucht oder bei bestimmten Manövern hinter sich sozusagen für Ruhe zu sorgen, damit der Gegner wieder abdrehen muss. Ich finde Torpedowerfer ja einen blöden Beruf, weil die Dinger voll schwer sind. So einen kleinen Autobus werfen. Damit ich auch mal was Sinnvolles sage. Ja, die Dinger sind höchstwahrscheinlich auch unter der Wasserlinie angebracht, wie es bei Schlachtschiffen häufiger der Fall war. Kann man Torpedos außerhalb des Wassers losschießen? Ja klar, mit Druckluft werden die abgefeuert. Die werden auch unter Wasser mit Druckluft abgefeuert. Ja, unter Wasser verstehe ich, aber wann immer ich einen Film sehe, versehentlich mal, in dem Schlachtschiffe mit Torpedos sind oder U-Boote sowieso, aber wenn so ein Schlachtschiff, dann ist das ja immer über Wasser. Wie passiert das denn? Kommt der dann über Wasser raus und spritzt da rein? Ja, genau. Der wird mit Druckluft sozusagen über die Reling dann rübergeschossen und fällt dann ins Wasser und dann fängt er es dann zu laufen. Okay, ja. Aber ist das dann nicht viel schwieriger zu steuern, als wenn ich den unter Wasser schon in die Richtung halte, in die ich ihn haben will? Aber es ist einfacher zu bauen. Baulich und vor allem der Rumpf. Ich glaube, dazu brauchst du schon auch ein relativ breites Schiff, um das irgendwie ordentlich unterzubringen. Und es ist natürlich auch eine Schwachstelle im Rumpf, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Achso, wenn da was reingeht, dann kabalabum. Ja, also Munitionstreffer. Ich kenne mich aus, bin fachkompetent. Hey, super. Jedenfalls sind zwei Vierfachwerfer bei der Tirpitz dabei mit 533 mm Torpedos. Laufweiten stehen jetzt nicht dabei, Sprengkraft auch nicht, aber es ist wie gesagt auch eher nur eine Defensivwaffe, um halt die eigenen Bewegungen dann halt zu, ja, versteinern ist jetzt das falsche Wort, aber um den Gegner sozusagen bei die gegnerische Bewegung einzuschränken, würde ich es jetzt mal so formulieren. Sonst Luftverteidigung, mal ganz kurz verglichen. Erscheint mir besser als bei der Bismarck. Ja, ist mehr auf jeden Fall. Geschwindigkeit ist gleich. Wenderadius ist gleich. Ruderstellzeit ist gleich. Auch die Erkennbarkeit sind ungefähr gleich, beziehungsweise minimal höher als bei der Bismarck. Das heißt, die Tirpitz wird ein Müh früher gesehen als die Bismarck. Warum ist die Tirpitz besser gerüstet als die Bismarck? Die Bismarck war das erste Schiff der Klasse, ist 1941 dann auf Feindfahrt gegangen. Die Tirpitz wurde als später in Dienst gestellt und kam natürlich dann auch in den Genuss von einigen modernen Einbauten, die es halt zum Zeitpunkt der Bismarck in die Instellung noch nicht gab. Von daher, persönlich würde ich immer noch sagen, Bismarck das Typschiff, Tirpitz das Premiumschiff, weil Bismarck kann man dann noch schön aufrüsten und Tirpitz kommt halt so, wie sie ist. Das wäre mein persönlicher Tipp, aber wer weiß. Ja, das war jetzt eine Menge Info, oder? Ja, doch. Wann das Ding kommt? Ach ja, es gab noch ein paar Aussagen von einem Producer von Wargaming im offiziellen Warships Forum. Der hat über die letzten Tage in dem Q&A-Thread Rede und Antwort gestanden. Da waren so ein paar interessante Sachen dabei. Unter anderem, dass es Flugzeugträger im deutschen Tech-Tree geben wird. Wir wissen natürlich von der Graf Spee, das war der einzige, der jemals gebaut, aber nie in Dienst gestellt wurde. Darüber hinaus gab es noch einige Hilfsträger, die geplant waren, also Umbauten von Zivilschiffen und von Kreuzern. Das wurde aber dann nicht mehr gemacht wegen des Kriegsverlaufs. Dann hat er noch bestätigt, dass die Deutschland-Klasse mit dabei sein wird. Also die Pocket Battleships hat er geschrieben, das ist das Zitat. Und Pocket Battleships, das ist halt nun mal die Deutschland-Klasse, das sind diese Panzerschiffe. Und er hat gesagt, dass an der russischen und an der deutschen Flotte parallel entwickelt wird, aber man könne aktuell nicht absehen, welche von beiden Flotten früher fertig würde. Die britische Flotte scheint erst auf Platz Nummer 5 zu stehen, weil japanisch, amerikanisch, dann russisch und deutsch oder deutsch und russisch, ne? Und die Briten kommen frühestens Ende 2016 mit viel Glück, so ungefähr, hat er es formuliert.
Das ist auch schön, wenn man da noch was hat, auf das man sich freuen kann. Ist ja noch nicht nur das. Also es wurde auch nach der italienischen, nach der französischen, sogar spanischen, glaube ich, und auch griechischen Flotte gefragt. Nach der spanischen Flotte? Ja, gab es tatsächlich ein paar Schiffe. Mit Segeln? Also griechisch sagt er definitiv nein. Einzelne Premium-Schiffe sind von allen Nationen natürlich immer denkbar. Ne? Was ich persönlich interessant fände, wäre die italienische Flotte, weil die ein paar sehr, sehr interessante Kreuzer und Schlachtschiffe hatte. Aber das ist halt noch totale Zukunftsmusik. Also wenn die Briten erst Ende 2016 rauskommen, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wann dann die Italiener und die Franzosen dran sind. Wäre auch langweilig, wenn schon alles da wäre, weil dann kommt ja nichts Neues. Ja, das wäre auch unspannend. Ja, jetzt heißt es eigentlich noch abwarten, was zeigen sie auf der Gamescom. Die Bismarck wird voraussichtlich nicht zur Gamescom veröffentlicht. Vielleicht wird sie nochmal öffentlich angekündigt und einen Release-Termin genannt. Denn der Evan hat auch im Forum gesagt, dass das nächste Premium-Schiff erst in 1 bis 3 Monaten kommt. Da das die Q&A jetzt praktisch erst so um das Wochenende herum stattgefunden hat, wäre ein Monat, das ist ja das Mindestmaß, also Ende August. Da ist die Gamescom schon vorbei. Schon länger, ja. Ja. Von daher rechnet nicht zur Gamescom damit, dass ihr die Dinger dann kaufen und spielen könnt. Sonst könnte ich jetzt noch über stundenlang über Warships monologisieren. Könntest du, ja. Ich weiß. Ich kann noch Dialoge halten. Ich kündige nämlich mal an. Am Donnerstagabend nehme ich mit dem Sir Nossi den Nummer 2 des Klabautercast auf, unserem Podcast nur zu World of Warships. Das heißt, wir werden den voraussichtlich dann am Wochenende oder so spätestens nächste Woche Montag dann halt online haben. Da gibt es dann mehr zu dem Thema. So, jetzt erlöse ich dich. Ich bin ein geduldiger Zuhörer. Das merke ich. Kann nur keine schlauen Rückfragen stellen zu Schlachtschiffen. Du bist auf jeden Fall ein Pokerface bei sowas. Das kann ich dir sagen. Ich weiß. Spielst du Poker? Ja. Das dachte ich mir. Ja. Gut, kommen wir zu unserem letzten Thema heute. Und zwar Hearthstone. Da gibt es ja eine kleine Erweiterung, die angekündigt wurde. Das große Turnier. Ja. Und das macht dich an, das Thema, oder? Ja, ich muss ja zugeben, ich habe Hearthstone am Anfang gesuchtet wie ein Irrer, ähnlich wie ich zu Heroes of the Storm abgegangen bin. Ich bin da so ein kleiner Blizzard-Fanboy, muss ich leider zugeben. Wenn da was Neues kommt, dann spiele ich das sehr lange und ausführlich, abgesehen von StarCraft. Und habe ich mit Hearthstone auch gemacht, habe es dann aber sehr lange liegen lassen. Ich habe nach Naxxramas praktisch aufgehört mit Hearthstone. Aus dem ganz einfachen Grund, dass zwischen Rang 20 und Legendary Rang nichts passiert. Das kann ich so unterschreiben und deswegen spiele ich aktuell auch kein Hearthstone. Ja, das ist genau das Ding. Du spielst bis Rang 20, kriegst dann dieses Ding hier, hast dann Kartenrücken, geile Belohnung, ne? Den kannst du jetzt einsortieren unter deinen 50 anderen. Und solange du dann nicht dein Privatleben aufgibst, um Legendary zu werden, hast du nichts mehr davon. Auch so ein paar täglichen Wins und den Quests. Aber die Erweiterung jetzt hier mit Turnierkarten und im Prinzip Legendaries, die mir ermöglichen, meine komplette Heldenfähigkeit umzubauen, hat mich doch heiß gemacht. Und ich habe jetzt wieder angefangen zu spielen. Wie so ein Irrer. Echt? Ja. So richtig intensiv? So richtig intensiv, ja. Hätte ich nicht gedacht, weil du warst ja schon ziemlich abgetan. Ich war schon ziemlich demotiviert. Ja. Und ich habe mir auch den Schwarzfels nach wie vor nicht gekauft, weil. Warum nicht? Kein Bock. Kein Bock auf so einen blöden PvE-Kack. Ich würde es ja spielen, aber ich habe einfach aktuell nicht die Zeit dazu. Das ist mein Problem. Ja, Zeit wäre es nicht mal. Also weil hier, also klar, für normal Hearthstone brauchst du Zeit, aber den Schwarzfest spiele ich einfach nicht aus Desinteresse. Ich habe keinen Bock auf so ein PvE-Event. Liegt das vielleicht auch daran, dass du ein paar Mal zu viel raiden musstest? Nein. 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 Gar nicht. Nein. Nein, nee, es ist halt einfach der PvE-Teil von Hearthstone, das ist gefühlt, haben die Leute immer danach geschrien, das ist genau das, was wir wollen, wir wollen mehr PvE. Ich will nicht gegen andere Leute spielen, aber am Ende ist das, was bei Hearthstone Spaß macht. Also Hearthstone ist tatsächlich das einzige Spiel, da bin ich komplett bei dir. Da nervt mich PvE, da will ich gegen andere Leute spielen. Ich möchte rätseln, was der Typ mir gegenüber für ein Deck hat und ich möchte mich davon überraschen lassen, wenn der Karten eingebaut hat, die auf dem Level keiner einbaut. Und das ist das Schöne am großen Turnier. Das wird wieder eine Kartenpack-Erweiterung wie Gobbos gegen Gnome. Das heißt, es gibt eine neue Sorte Kartenpacks mit ganz vielen neuen Karten drin und man wird die kaufen können und da geht der Punk ab. Ja, ich bin auch gespannt. Also es klang auf jeden Fall recht verheißungsvoll, was halt in den News stand zu dem Thema.
Und ich finde es verfolgt haben wir mal einen frischen Ansatz, weil wir hatten ja Naxxramas, wir hatten Schwarzwälds, wir hatten die Goblins-Erweiterung und jetzt haben wir so einen Turniermodus oder so ein Turnierthema. Das finde ich auch, das passt einfach auch zu Karten. Ja, das ist generell eigentlich. Das ist man das angelehnt so ein bisschen ans Agentum-Turnier, das es damals in World of Warcraft das gab. Das war scheiße. Das Turnier an sich hat nach ein paar Mal hat es genervt, aber für den Anfang war es. Es war nur ein vollkommen falscher Moment. Das ist, es ist so, als wenn die Amerikaner an der Normandie 1944 so, während der Landung mal gesagt hätten, wir machen jetzt mal einen kleinen Ringkampf, wer als erster den Strand hochstoppt. Ne? Der Story-Inhalt. Das, ja, nee, da hatte ich, nee. Also das war einfach vor dem Fuß dieser aber riesigen Feste. Da haben die doch ausgefochten, wer der beste Kämpfer ist, weil die anderen kannst du ja nicht zu Arthas schicken. Das mache ich aber nicht am Omaha Beach, während da oben schon die Das mache ich gar nicht. Wenn da 50 Leute sind, die sagen, ich bin der größte Krieger der Welt, ich habe hier schon alles andere umgehauen und ich gehe jetzt Arthas hauen, dann sagst du nicht, ja, aber es können immer nur 10 zeitgleich rein, weil die Tür ist nicht weit genug offen. Weißt du, wann für mich das Turnier groß viel Sinn ergeben hätte? Nach der Eiskronen-Zitadelle. ICC ist gefallen und alle großen Campen treffen sich nochmal für also ein Abschlussturnier, um mal sozusagen den Sieg über Artus zu feiern und nochmal zu gucken, wer ist denn jetzt der wirklich. Aber dann fühlt sich das nicht richtig an zu spielen. Also wieso? Nicht mit einem. Also du willst ja so ein Add-on spielen und du willst, dass am Ende des Add-ons die größte Drecksau der Endboss ist. Und dann willst du die umhauen und sagen, so, ich gehe jetzt in Urlaub bis. Dann musst du es ganz an den Anfang eines Add-ons stellen, dass du sagst, so, der Feldzug geht bald los und das ist der Entry und das war nicht Naxxramas nochmal, sondern das hätte sein müssen am Anfang so, jetzt wir bereiten uns für die große Überfahrt vor und machen da unseren Einstiegsrate sozusagen. Hätte man machen können, aber generell ja. Das Turnier, also der, über den Turnier-Rate brauchen wir nicht reden, der war ganz großes Gimp-Tennis. Das war eigentlich Bossklatschen und Items abgreifen. Ja. Wir wollen Raid ohne Trash, weil Trash ist voll langweilig. Ja, hier habt ihr einen Raid ohne Trash. Mann, der ist voll langweilig. Wobei ich glaube ganz ehrlich, dass Blizzard die Prüfung des Kreuzfahrers damals tatsächlich hingestellt hat, um immer wieder da drauf zeigen zu können, wenn jemand sagt, aber in dem Raid gibt es so viel Trash, das ist voll doof. So, ja, willst du die Prüfung des Kreuzfahrers wieder? Ja, nee, ich bin schon still. Ich glaube nicht, dass du so weit gedacht hast. Ja, aber so läuft's. Wenn jemand sich über Trash beschwert, weil es zu viel Trash ist, dann wird auf die Prüfung gedeutet. Ja, also man muss ja natürlich dann aus solchen Dingen dann auch mal das Beste ziehen. Ne? Ja. Und wenn es halt nur als Scheißansage dann dient. Ne? Tja, so ist das im Leben. Ja, aber sonst, ich fand jetzt die Kämpfe an sich fand ich ganz angenehm bei dem Kreuzfahrer. Also auch das Setting an sich hat mir gut gefallen. Also über den Raid an sich will ich jetzt gar nicht Schlechtes sagen. Es hat einfach nicht gepasst. Nein, ich bin da ja bei dir. Ich bin da weniger empfindlich, weil ich auf die Story noch nie so viel gegeben habe. Und wenn die jetzt was Unsinniges tun, tun die halt was Unsinniges. Ist halt so. Aber im Großen und Ganzen war das Event an sich, das Agentum-Turnier, diese Quests außenrum mit Pferdchen reiten oder so, klar, ja. Haben die nach 2 Wochen genervt, aber das grundsätzliche Ding war, es war mal ein ganz anderer Quest-Hub als sonst. Ja, bis dahin waren sie aber nett, also es war so erfrischend was anders mal. Ja, und genau deswegen finde ich es auch cool, weil wenn man sich die Artworks anguckt zum großen Turnier, dann wirkt auch das wieder sehr viel verspielter, freudiger, lustiger, einfach comichafter, so wie Hearthstone am Anfang mal war. Und dieses ganze PvE-Zeugs mit dem Schwarzfels und Nefarian und Ragnaros und mit Naxxramas war so gefühlt irgendwie gespielt ernst. Auch wenn natürlich trotzdem die Comic-Sprechblasen von Kel'Thuzad immer noch saulustig waren. Aber fand ich jetzt auch. Also ich habe es jetzt nicht so als ernst empfunden. Ich fand, das war nett. Ja, aber weiß ich nicht. Ich hatte damit einfach Probleme. Kann an mir liegen. Hearthstone ist ja jetzt auch nicht kleiner geworden in der Zeit, in der ich nicht gespielt habe, also ist das ein persönliches Problem. Wie ist denn jetzt so der Wiedereinstieg? Also wenn du jetzt länger pausiert hast, also wir sprechen jetzt ja schon von einigen Monaten. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie 5 oder 6 Seasons nicht gespielt. Hast du denn jetzt überhaupt eine Chance noch mit deinem Deck? Also ich habe natürlich erstmal alle meine Decks gelöscht. Echt? Ja, ich bin da aber auch so. Ich kann nicht dann mit dem alten Käse spielen und gucken, ob das noch funktioniert. Ich muss mich da neu reinfriemen. Hab dann
eine Deck-Datenbank gesucht, geguckt, was geht da. Es gibt sehr schöne Budget-Decks, also einfach so Budget-Decks, wo jemand sagt, okay, wenn du jetzt 0 Karten hast, brauchst du 1800 Staub oder 1200 sind es teilweise auch, um dir das Deck zu bauen und gut. Und die bestehen größtenteils aus Standardkarten, die es im Basis-Deck gibt und aus weißen Karten selten mal eine blaue dabei. Hast du, gibt's da, wie heißt die Webseiten? Hearthpawn zum Beispiel. Ja, okay, kann man ja mal vielleicht. Das ist der MMO-Champion-Ableger von für Hearthstone halt. Ja. Und da ist eine relativ große Deck-Datenbank. Okay. Von Usern für User. Und da gibt es auch Budget-Decks und die kann man sich relativ einfach nachbauen. Und ich bin jetzt innerhalb von 4 Tagen wieder Rang 11 mit einem Hunter-Budget-Deck, wo im Prinzip nur ein paar Naxxramas-Karten drin sind und sonst ganz billiger Klüngel. Mhm. Ja, das finde ich schon ganz gut, weil ich habe mir juckt es ab und zu auch mal in den Fingern, aber ich habe einfach die Befürchtung, dass ich jetzt so raus bin aus dem Thema. Hatte ich auch, aber tatsächlich nicht. Also auch was Deckkenntnis oder so angeht, wenn du vor 6 Monaten tatsächlich relativ viel gespielt hast und beim Anblick von bestimmten Klassen schon wusstest, was sind die 2-3 Sachen, die auf dich zukommen können, das hat sich nicht viel geändert. Klar haut zwischendrin mal einer eine Karte raus, die hast du noch nie gesehen. Ich muss jetzt auch wieder tatsächlich lesen, was die Karten machen. Das war vor 6 Monaten anders. Da habe ich das Bildchen angeguckt und wusste, was passiert jetzt. Aber die Taktiken sind gleich. Und gerade wenn du mit einem billigen Zoo-Deck oder so gespielt hast, kommst du sehr schnell wieder rein und geht auch flott wieder bergauf. Wann hast du gesagt, wann kommt jetzt das große Turnier? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich nicht im Kopf. Hast du schon irgendwie Kosten, Pi mal Daumen, was es denn kosten wird? Werden Kartenpacks, soweit ich das verstanden habe. Also es werden ganz normale Kartenpacks, die kosten so viel wie die anderen, so wie man jetzt die Gobbo versus Gnome Kartenpacks anstelle der normalen Karten kaufen kann. Ja. Hier eine für 1,79 €, 2 für 3 € oder so, 5 für irgendwas, ich glaube 15 für 18 € und was war's? Ich glaube 40 Kartenpacks für 50 €. Okay. Ja, das ist so dann doch so der Sammeleffekt und dann gibt man doch vielleicht mehr Geld aus, als das man manchmal möchte. Ja, wobei ich dann halt einfach, also es ist, man kann sich die Kartenpacks eigentlich relativ gut finanzieren, wenn man jeden Tag wenigstens die Tagesquest macht, dann funktioniert das schon. Wo wir wieder beim Daily Grind sind. Was ich überhaupt nicht machen wollen würde, ist jetzt komplett neu in Hearthstone einsteigen. Das gebe ich ehrlich zu. Weil wenn du nicht mal irgendwie ein paar blaue und weiße Karten hast, und dann ist es halt wie in allen PvP-Spielen, wenn du nicht von Anfang an dabei warst, fehlt dir ein bisschen das Grundwissen. Naja, und es fehlen dir die Grundkarten. Es ist ja auch ein Matchmaker drin. Also das heißt, wenn man jetzt gerade nach dem Reset wieder anfängt, dann sollte man vielleicht 2-3 Tage warten, bis sich wieder ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat. Aber danach tritt man die anderen auch wieder die Leute an, die ungefähr auf demselben Niveau spielen. Ja, voll. Also ich hatte vor 6 Monaten noch nicht das Gefühl, dass das Matchmaking in Hearthstone reibungslos funktioniert. Ja, reibungslos nicht, aber ich sag mal, man wird genug Partien noch hinbekommen, wo man doch auch... Natürlich geht es bergauf, aber ich kann jeden verstehen, der Hearthstone jetzt anfängt mit quasi keinen Karten, sich die alle erst freispielen muss, vor allem wenn du erstmal kein Geld ausgibst und nach einer Weile demotiviert. Ja, aber am Anfang spielst du eh PvE, dann spielst du ja erstmal alle Klassen frei und tralala, also ich glaube... Ja, also du wirst gegen die Typen... KI, genau. Ach Gott, ja, die war aber auch nicht so leicht, ich erinnere mich mit Schrecken daran. Ja, die normale Version ist ja relativ einfach, aber dann der Hard-Mode sozusagen, ja, der war... Die solltest du aber machen, weil da kriegst du am Ende, wenn du die alle besiegt hast, glaube ich 300 Gold, was es waren. Ja, und vor allem, es lernt doch relativ viel, vor allem, wenn man alle Champions oder alle Helden mal gespielt hat, dann weiß man halt auch um die Stärken und Schwächen der jeweiligen Figuren. Das merke ich bei jedem PvP-Spieler immer, dass halt gesagt wird, Figur XY oder Einheit so und so ist halt sehr, sehr stark und überstark und so weiter. Und ich weiß nicht, was ich gegen die machen soll. Einfach selber mal spielen, ja, weil dann merkt man nämlich ganz schnell, wo die Unzulänglichkeiten sind. Ne? Das hast du aber generell, also ich bin ja kein großer PvP-Fan eigentlich, aber das trifft generell absolut immer zu. Hearthstone solltest du jede Klasse mal gespielt haben, genauso wie du bei Heroes of the Storm zumindest in den Gratis-Wochen mal die kostenlosen Helden jeden einmal angespielt haben solltest, damit du weißt, was die für Fähigkeiten haben. Das hilft tatsächlich enorm, wie wir es ja vorhin hatten, bei diesem Körpergedächtnis, diese Supermomente oder Superauslöser, wie hießen sie? Ja, genau. Ja, die klarer zu identifizieren, weil du sie selber schon mal benutzt hast. Achso, du meinst, jetzt weißt du, Superzeichen.
Ja. Das weiß ich, was du meinst. Da, die zu identifizieren ist deutlich einfacher, wenn du selber schon mal in der Situation warst, weil du dann auch die Voransicht, also es ist wie beim Schachspielen, wenn du 2, 3, 4 Mal selber den Bauern gezogen hast, weißt du, was passiert, wenn der andere den Bauer in die Richtung zieht. Ja, genau. Also das finde ich auch gerade, deswegen habe ich mich zum Beispiel bei Warcraft 3, wo ich ja viel unterwegs war, auch gezwungen, zum Beispiel den Nachtelfen zu spielen, obwohl ich den nicht mochte. Nachtelfen. Ja, einfach um zu sehen, wo die Stärken und Schwächen liegen und wie man es halt kontern kann. Die waren halt am Anfang zumindest in dieser simplen Spielweise relativ straightforward, aber man konnte sie halt auch kontern. Ja. Ja, Hearthstone, sonst gibt es was Neues zu berichten? Oder was Spannendes oder ein Schwank aus deinem Kartenleben? Nee. Nicht? Nee. Nee, spielt sich wie vorher. Ja? Ja. Ist es so wie Fahrradfahren? Ja. Man verlernt es nicht? Ja, kommst du okay. 1:1 wieder rein. Es gibt inzwischen so ein paar Karten, die treffe ich öfter, die habe ich natürlich nicht. Wie hier, ich war nicht da, als Gobbos vs. Gnome aufkam, deswegen überrascht mich jedes Mal wieder aufs Neue der Dr. Boom, der gefühlt in jedem zweiten Deck drin ist. Das ist was der, macht der Junge? Der spawnt neben sich 2 Bömpchen und wenn die sterben, dann machen die 1-4 Schaden an zufälligen Gegnern. Autsch. Ja, und das ist halt so eine 7-7 Kreatur und der tut halt weh. Ich habe ja immer gerne dieses Billig-Hunter-Deck gespielt mit vielen Mach ich draußen, ja, und das ist wahrscheinlich dann tödlich, diese Karte für den. Bedingt, ihr macht halt nur 1-4 Schaden an einem Ding. Also ach, an einem. Das Nervigste für so einen Billig-Hunter ist immer noch ein anderer Hunter mit einer Sprengfalle. Mhm. Oder hier auch, hier der, ich glaube, der Magier hat doch auch wo so ein Pling-Pling, so einen magischen, der alles weghaut. Den habe ich aber noch nicht mehr gesehen. Also den hatte ich auch nie in meinen Magier-Decks. Nein? Es ist nur hier der Flammstoß mit 7 Mana, der 4 Schaden an allen anderen. Ja, irgendwie so. Und dann machen wir mal die ganze Karte leer. Ja, so. Der nervt. Der nervt nach wie vor. Deswegen nicht zu viel ausspielen, bevor der Magier irgendwie mit 7 Mana da ist. Mhm. Aber das gebe ich ehrlich zu, ich bin noch nicht ganz drauf vorbereitet, was jetzt mir gegenüber tritt, wenn eine Klasse irgendwie kommt, gegen die ich noch nicht so oft gespielt habe. Schamanen zum Beispiel. Ich sehe zurzeit sehr wenig Schamanen, deswegen weiß ich nie, was Schamanen gleich machen, wenn ich gegen die spiele. Woran liegt's? Was schätzt du? Schamanen irgendwie momentan ein bisschen schwächer? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Bin ich zu wenig tief drin. Einzelschamanen auf keinen Fall, die hauen mich weg, gefühlt, aber ich glaube, der Schamane an sich ist immer noch sehr kompliziert, weil die Überladungsmechanik, dass du halt mehr Mana ausgibst quasi, als du hast und dadurch im nächsten Überladung funktioniert so, du spielst eine Karte mit Überladung und deswegen fehlt dir in der nächsten Runde dann ein Punkt Mana, der mhm. überladen wurde und das ist für viele halt immer noch ein bisschen complicated. Mhm. Deswegen glaube ich, dass ich wieder mehr Schamanen sehen werde, wenn ich wieder ein bisschen weiter oben bin im Ranking. Das finde ich schade. Also ich habe den Schamanen gerne gespielt, ich habe den Krieger gerne gespielt und den Hunter. Das waren so die 3 Klassen, die ich gerne gespielt habe. Krieger würde ich immer gerne spielen, aber ich bin zu dumm dafür. Ich kann keinen Krieger spielen. Das ist halt straightforward und selber viele Schilde aufbauen, ne? Und dann versuchen damit... Bin ich zu dumm für... Boah, es war halt mal eine komplett andere Spielweise, ne? Kann ich nicht. Habe ich ein paar Mal versucht. Ich habe mir damals auch Grommash gebaut und hatte so ein Grommash-Rage-Deck, bla bla. Kann ich nicht. Es muss einem ja auch nicht immer alles liegen. Doch! Ich will aber alles können. Ja, im Optimalfall ist das auch so. Ne? Da kannst du dann halt alles. Menno. Bin ich traurig. Oh. Ich tröste dich gleich beim Kaffee. Ickt. Na gut. Ich würde sagen, da wir uns heute auch nur zu zweit sind und auch nur begrenzt Themen sozusagen hatten. Weil ihr Faulpelze keine Fragen stellt. Ihr seid schuld. Ich habe uns ja am Anfang über den Himmel gelobt. Dass wir alles gesagt hätten schon, aber ihr habt es vielleicht gemerkt, es war pure Verzweiflung und eine große Lüge. Wir wünschen euch dann auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal eine schöne Restwoche und hören uns dann in der kommenden, in wahrscheinlich größerer Runde wieder und hoffentlich mit ganz vielen Fragen von eurer Seite aus. Hoffentlich, sonst weine ich. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.